Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay. Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos, lernen sie immer mehr über euch. Datenprofiling-Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Bloom diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Bloom braucht, um Bellwether zu stärken. Noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Noodle nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Marcus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. Okay, bist du bereit? Rock and roll. Ich habe den Parkplatz für dich gecheckt. Der Fahrer lässt den Bus immer da und holt sich Kaffee. Wunderbar. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alles, was du gleich siehst. Machst du Witze? Endlich sehe ich auch mal dein alter Ego. Horatio Carlin, Firmenprogrammierer. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine miese Idee war? Schon gut, ich werde dich nicht aufziehen. GPS. Hey, setz dich. Ich hab's okay, mal echt okay, jetzt. Aber... Ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben. Hab dich. Genau. Okay.
Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hey, morgen. Wie läuft's so? Gut, Gary. Hallo. Hey. Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Du kennst meinen Saft noch nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies, das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich, ich würde das machen, was du tust. Und dann gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich ersticke gerade an der ganzen Arroganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm. Hallo. Was? Tja, also... Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle. Hey, Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen? Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. Ist schon. Ist mir klar. Was? Mann, ich fühle mich so... begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider.
Das Ding befindet sich unter dem Noodle-Maps-Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wieder... Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Okay, klar doch. Colin? Rhodey? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem ich du geredet hast. Oh, du kleiner Scheiße. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Noodle-Server-Farm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Noodle Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komme rein. Kein Problem. Wenn Sie gestatten. Der Scan dauert nur wenige Sekunden. Ja. Wenn ich das markiere, kann ich den Wert anwenden. Nein, der Wert ist relativ. Shit. Guten Tag. Das geht. Sie wurden zufällig ausgewählt. Scan durchgeführt. Ja, ich hab's gesehen. Deshalb rufe ich an. Dein Konto ist nicht mehr gesperrt und die Posts sind gelöscht. Du bist also wieder sauber. Ich weiß, dass du diesen DedSec-Mist nicht gepostet hast. Du wollen uns nachher wie Hipster aufbrezeln und Party machen. Warum sollten wir das tun? Um andere Hipster aufzureißen. Und warum sollten wir das tun? Na, für meine Überfallserie. Fang... Ich will herausfinden, wer Horatius' zweites Gehalt bezahlt. Inwald würde Sinn ergeben. Wenn ich das Sie versuchen seit langem mit ihren sozialen Gruppenanpassungstools auf dem digitalen Kartenmarkt Fuß zu fassen. Tides. Wer weiß, was hinter den getönten Scheiben und Eisentoren vor sich geht. Aber eins ist sicher. Wenn Sie Ihre Roboter auf die Straße bringen wollen, brauchen Sie Noodles-Daten, damit Sie sich orientieren können. Blum? Blum gräbt seit der Veröffentlichung von CTOS 2.0 an uns herum. Ich würde es Ihnen zutrauen. Horatio hat mir gerade auf dem Gang zugelächelt. Ich hätte ihn umhauen können. Sowas habe ich noch nie gesehen. Darf ich Sie bitte scannen? Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Scan abgeschlossen. Schönen Tag noch. Oh mein Gott. Hey,
Hallo. Was geht bei dir? Position des Verdächtigen unbekannt. Rücke vor. Gen 500 Unternehmen mit neutraler CO2-Bilanz. Das ist total. Sieht ruhig aus. Sieh mir einen anderen Bereich an. Was jetzt? Er ist uns wohl entwischt. Lass uns gut sein. Hallo. Nur einen Augenblick. Wird sie gestanden. Konnte den Scan nicht abschließen. Was geht? Schönes Wetter heute, nicht wahr? Hi. Hallo. Es tut nicht weh, versprochen. Okay, Leute, ohne Scheiß. Der Hackerspace braucht eine Rutsche. Bisschen schwierig, eine Rutsche auf einem Stockwerk. Arbeiten wir dran. Vertikale Expansion. Shit. Was ist denn? Tja, mein hübsches Gesicht bringt mich hier nicht weiter. Schockierend. Dann brauchst du eine höherrangige Zugangs-ID. Oder musst du anders reinkommen. Nichts zu vermelden. Bleep, piep, bloop. Es ist alles in Ordnung. Thank you.
sinnlos. Vollkommen sinnlos. In Cafés gibt's Wi-Fi. Darf ich Sie bitte scannen? Nur einen Augenblick, wenn Sie gestatten. Gestatten Sie, dass ich Sie scanne? Thank you.
verschwende ich doch nicht meine Zeit. Im Ernst, Bro. Lass dir Zeit. Kein Druck. Reiß dich zusammen, Rachel. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Das. Was zum Teufel geht hier vor? Er ist weg. Gib die Warnung raus. Ja, gut.
unseren neuen Produktnamen gemacht haben. Es waren viele tolle und erfinderische Namen dabei, auch einige total unangemessene. Ja, Roger, damit meine ich dich. Aber im Ernst, alle Vorschläge waren großartig. Es waren zu viele, um sie alle zu erwähnen, aber wir haben einen Gewinner. Ich würde gerne mehr verraten, aber die Anwälte müssen den Namen erst noch durchwinken. Ich wollte nur schon mal allen danken und sagen, dass wir keine Vorschläge mehr benötigen. Hast du gehört, Roger? Spaß, ich zieh dich nur auf, Kumpel. Alles ich sicher. Bin da drüben! Alles sicher. Es war so
nur cool dieses Jahr. Da waren überall nackte Leute. Einige waren nackter als andere. Und manche hätten sich eher nicht ausziehen sollen. Und es gab Käfigmatches und Raves. Und ein paar Hacker haben diese Riesenaufgabe gelöst und ein Riesenmonster dazu gebracht, Flammen zu spucken. Draußen in der Wüste total zugedröhnt. Das war das Abgefahrenste, das ich je gesehen habe.
Es ist alles in Ordnung. Status alles sicher. Hey, Mann! Bleep, beep, bloop. Hey, Bro, bin jetzt beim Aufzug. Horatio? Er ist weg. Warte, wir versuchen ihn zu finden. Das hier ist eine Sackgasse. Ich komme nur mit Horatios Code in die Serverfarm. Hast du ihn gefunden? Hab sein GPS, aber er antwortet nicht. Ich patch dich rein. Die Tastenanschläge auf deinem PC sind Beweis genug, um einzufahren. Aber ich will, dass du es zugibst. Du glaubst nicht, wie gern ich dich sagen hören will, dass du es versaut hast. Hey Mann, ich will hier nicht der Böse sein, okay? Was zum... Hab die Dinger immer gehasst. Aber irgendwie so... Was? Wie? Wie kann... Wer hört denn bitte so einen Mist? Jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier in Jesslings Büro. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude. Mit demselben Netz verbunden. Auch das Spielzeug. Könnt ihr abstellen, dass ihr alles verrückt spielt? Okay. Und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst? Ich weiß. Aha. Wirklich? Ja. Im Ernst? Ich weiß. Jasmine, hi, wir haben gewartet. Ich weiß, Horatio Carlin, das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Tja, die Beweise sprechen für sich. Mr. Carlin,
Ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Du hast es drauf, Horatio. Halt einfach durch. Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Falsche. Nein. Das ist er. Daten sind jetzt Dead-Sex-Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle. Einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten.
Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe. Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass ich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. So, ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Hinsetzen! Ratio, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Yo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top! Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach, kommt schon, so schlimm ist Noodle nicht. Hey, was geht, Horatio? Ey, viel Spaß mit dem Dump. Aber hebt mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal codieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über Deadseg weißt.